Die war so sauer. Die war so. Und du hörst ja, wenn Frauen sauer sind, die saßen neben mir auf dem Sofa, dann machen die ja so Geräusche so. Und dann sagte die den geilsten Satz, hab ich noch nie von dir gehört, steht die vor mir und sagt, weißt du was, ist eh scheißegal, weil wir Frauen nicht die Natur, wir sind eh eins. Denk, Alter, wo geht die Reise denn jetzt hin? Sie direkt, ja, brauchst du so gucken, lief die DVD ja weiter, kam der Pinguin und sagt, da, beste Beispiel, Pinguine, beste Beispiel, könnt ihr Männer euch eine Scheibe von abschneiden? Ich sag, von der Pinguine? Sagt sie, ja, die sind ihr Leben lang treu. Ich sag, wer sagt das? Wer sagt das? Sie, der Kameramann. liebe Männer hier in der Waldbühne Berlin, Hand aufs Herz, wenn dir dein Leben lang in jeder Situation ein Kameramann hinterherläuft, bescheißt du dann deine Freunde? Nein! Tun wir nicht! Ich sag, das zählt nicht! Das zählt nicht! Und die war sauer. Die hatte so einen Ehrgeiz. Dann kam der Löwe und sagt, okay, Pinguine zählen nicht, okay? Und bei den Löwen, was fällt dir da ein? Hä? Die Weibchen machen alles. Schon mal aufgefallen? Die war hier, haha. Bei den Löwen machen die Weibchen alles. Die kümmern sich ums Essen, die kümmern sich um die Kinder. Was macht der Mann? Fett, unrasiert, liegt in der Sonne. Kenn ich von zu Hause. Hat sie recht. Bei den Löwen macht alle das Weibchen. Der Mann, große Fresse, dicke Eier. Mehr macht der nicht. Und jetzt hatte sie einen Punkt und jeder Mann weiß, was jetzt passiert. Die feiern ja dann. Frauen feiern ja dann. Die brauchen keinen. Die feiern alleine. Die saß auf dem Sofa. Denk, wenn ich jetzt nicht Minimum ein Unentschieden mache, habe ich verloren. Und dann kam meine Rettung, die Erdmännchen. Kennt ihr die Erdmännchen? Alter, kennt ihr die Erdmännchen? Sind das geile Tiere? Die buddeln den ganzen Tag, die machen nichts, wenn Entzug ist und pfeift so. Total geile Tiere. Die buddeln, es gibt keine Hierarchie, es gibt nur einen Speer, einen sogenannten Wächter. Der sitzt am höchsten Punkt, okay? Und guckt, ob ein Feind kommt. Und wenn ein Feind kommt, pfeift der zweimal. Und alle rennen weg, stumpf. So, pass auf. Wir gucken das. Die Erdmännchen buddeln. Plötzlich kommt ein Adler, der Speer und alle rennen weg. Ich sehe den und sage, tja. Wenn die Erdmännchen was von dir hätten, wären sie jetzt alle tot. Sie, was soll das denn jetzt? Ich sage, es ist nicht böse gemeint. Aber stell dir mal vor, wir Männer sind die Wächter. Und sitzen da oben und sagen, Achtung, Feind! Da sitzt ihr Frauen unten und sagt, wo? Schau mal aufgefallen. Die glauben dir nichts. Eine Frau glaubt ihrem eigenen Mann. Anderen ja, die anderen Männer, die wissen alles. Nur du nicht. Und dafür können die Frauen nichts. Ich muss die Frauen in Schutz nehmen. Dafür könnt ihr nichts. Nein. Es hat ein verheilten Forscher herausgefunden mit einem Genetiker. Ist kein Scherz. Die haben herausgefunden, dass Frauen genetisch her neugierig sind. Ihr könnt dafür nichts. Das ist jede Frau. Ist auch wenn die Frauen jetzt, wenn ihr in eine Pause gleich geht und die Frauen sagen, bin ich gar nicht. Kannst du mit jeder Frau testen. Mit jeder. Mit der Arbeitskollegin. Nimm einen Hefter. So ein Schnellhefter oder ein Leitzorn, egal, ein Hefter. Und leg ihr den auf den Schreibtisch und sag, du, ich leg das ganz kurz hier hin, aber tust du mir bitte eingefallen, guck nicht rein. Du bist doch nicht ganz draußen, sie direkt, was steht denn da drin, was steht denn? Und du musst nur einen Zettel reinlegen mit der Aufschrift. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht reingucken.
Und liebe Männer, ärgert euch darüber nicht. Nein, nutzt das. Es ist so geil, dass Frauen so neugierig sind. Ich war mit meiner Freundin einkaufen, Lebensmittel. Ganz langweilig Lebensmittel. Mit meinem Einkaufen sage ich, Schatz, mach hin, ich will nach Hause, ich will was im Fernsehen sehen. Sie direkt, was läuft denn? Ich sage, geh dich nicht an. Das Spiel kann beginnen. Wir rasen durch den Supermarkt, rasen nach Hause, ich stell die Tüte in die Küche ab, geh ins Wohnzimmer, schmeiß mich aufs Sofa, tu so, als wenn ich einen Fernseher anmache. Fernseher bleibt aus, okay? Ich gucke gegen den Fernseher, der aus ist. Sie in der Küche. Ich? Na, sage mal. Boah. Was sind das denn für Bilder da? Na, leck, du musst nicht laut werden. Die haben Ohren, das glaubst du nicht. Sie stand in der Küche. Keine 30 Sekunden kam sie an die Rand. Bist du bekloppt? Und ich sofort auf Angriff. Hä? Ey, entweder du guckst mit oder haust ab. Und was macht The Brain? Setzt sich hin, guckt mit. Liebe Männer, ihr müsst echt ernst bleiben. Ich weiß, es ist sauschwer. Aber das Ende ist unbezahlbar. Wenn ihr das macht, ihr müsst ernst bleiben. Ihr müsst ernst, es ist so geil. Ich saß mit ihr, wir gucken gegen einen Fernseher, der aus ist, okay? Du musst echt ernst bleiben. Nach 12 Minuten. 12 Minuten gegen einen Fernseher geguckt, der aus ist. Nach 12 Minuten fragt sie mich. Was ist das? Und ich sage... Hä? Das ist eine Doku. Das ist in einer Höhle. Da kommt nie Tageslicht hin. Und da wächst so eine Pflanze, so eine Phosphorblume. Und alle 400 Jahre blüht die für eine halbe Sekunde. Und das ist heute. Was sagt The Brain? Hab ich von gehört, ja. Liebe Männer, ihr müsst echt ernst bleiben. Es ist so geil. Ihr könnt das mit jeder Frau machen. Also nicht mit der ihr heute da seid. So blöd sind die jetzt auch nicht. Also, pass auf. Du musst einfach, Geduld ist eine Tugend, die musst du, manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger, aber du musst bis zum Ende durchhalten. Es ist sauschwer, ich weiß. Wir gucken weiter. Wir gucken weiter. Bei meiner Freundin, wie ging der Fernseher, der aus ist. Wiederum 8 Minuten später, insgesamt 20 Minuten gegen einen Fernseher geguckt, der aus war. Wiederum 8 Minuten später reicht sie. Sie steht auf, völlig angepisst. Sammer, du verarsch mich doch. Da läuft ja nichts, läuft da. Verarsch Katzen anderen. Sie geht in die Küche, kaum war sie in der Küche. Ich sag, Schatz, komm schnell, komm schnell. Sie kam an die Rand, ich sag, jetzt ist vorbei.